toter Bart. Weißt du, auf welch absonderliche Art und Weise Fox Simpsons-Episoden zählt? Sie weigern sich, ein paar von ihnen zu zählen, was die Anzahl der Episoden inkonsistent macht. Der Grund dafür ist eine verlorene Episode aus Staffel 1. Es ist schwierig, Details zu dieser fehlenden Episode zu finden. Niemand, der zu dieser Zeit an der Show gearbeitet hat, spricht gern darüber. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die verlorene Episode vollständig von Matt Groening geschrieben. Während der Produktion der ersten Staffel begann Matt seltsam zu handeln. Er war sehr ruhig, wirkte nervös und krankhaft. Wenn das jemand gegenüber einer der Anwesenden erwähnte, wurden die Leute von Fox sehr wütend und verboten, es Matt gegenüber jemals zu erwähnen. Ich habe es zum ersten Mal bei einer Veranstaltung gehört, bei der David Silverman sprach. Jemand in der Menge fragte nach der Episode, und Silverman verließ einfach die Bühne und beendete die Präsentationsstunden vorzeitig. Die Produktionsnummer der Episode war 7G06. Der Titel war Dead Bart. Die Episode mit der Bezeichnung 7G06, Lisa bläst Trübsal, wurde später gedreht und mit dem Produktionscode von Dead Bart versehen, um dessen Existenz zu verbergen. Wenn jemand darauf beharrte, von der leitenden Produktion etwas über diese Episode zu erfahren, wurde Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um eine direkte Kommunikation mit Matt Groening zu verhindern. Bei einem Fan-Event konnte ich ihm folgen, nachdem er mit der Menge gesprochen hatte, und hatte schließlich die Gelegenheit, allein mit ihm zu sprechen, als er das Gebäude verließ. Er schien nicht verärgert zu sein, dass ich ihm gefolgt war. Wahrscheinlich erwartete er eine typische Begegnung mit einem obsessiven Fan. Als ich die verlorene Episode erwähnte, lief ihm die Farbe aus dem Gesicht und er fing an zu zittern. Als ich ihn fragte, ob er mir Einzelheiten mitteilen könne, klang er, als wäre er den Tränen nahe. Er schnappte sich ein Stück Papier, schrieb etwas darauf und gab es mir. Er bat mich, die Episode nie wieder zu erwähnen. Auf dem Blatt Papier befand sich die Adresse einer Website. Du wirst gleich verstehen, warum ich die Adresse lieber nicht verraten würde. Ich gab sie in meinen Browser ein und kam zu einer Website, die bis auf eine gelbe Textzeile und einen Download-Link vollständig schwarz war. Nichts ahnend habe ich draufgeklickt, worauf eine Datei heruntergeladen wurde. Nachdem der Download abgeschlossen war, spielte mein Computer verrückt. Es war der schlimmste Virus, den ich je gesehen hatte. Die Systemwiederherstellung funktionierte nicht. Ich musste den gesamten Computer neu aufsetzen. Vorher hatte ich jedoch die Datei auf eine CD gebrannt. Dann habe ich versucht, sie auf meinem bereinigten Computer zu öffnen. Und wie ich vermutet habe, darauf war eine Episode von den Simpsons. Die Episode begann wie jede andere Episode, hatte jedoch eine Animation von sehr schlechter Qualität. Sie ähnelte der Originalanimation von Der Babysitter ist los aus der ersten Staffel, war allerdings weniger stabil. Der erste Akt war ziemlich normal, aber die Art und Weise, wie die Charaktere handelten, war ein wenig anders. Homer schien wütender zu sein, Marge deprimiert, Lisa besorgt und Bart schien echten Hass auf seine Eltern zu haben. In der Episode planten die Simpsons eine Flugzeugreise. Gegen Ende des ersten Aktes hob das Flugzeug ab. Man sah Bart, wie er in gewohnter Manier herumblödelte.
als das Flugzeug eine Höhe von etwa 50 Fuß über der Erde erreicht hatte, zerbrach Bart ein Fenster und wurde herausgeschleudert. Zu Beginn der Serie hatte Matt die Idee, dass der animierte Stil der Simpsons-Welt das Leben repräsentiert und der Tod die Dinge realistischer macht. Dieses Stilmittel fand in dieser Episode Anwendung. Auf dem Bild von Barts Leiche war jener kaum wiederzuerkennen. Zu sehen war eine fast fotorealistische Zeichnung seines toten Körpers. Akt 1 endete mit der Einstellung von Barts Leiche. Zu Beginn des zweiten Aktes saßen Homer, Marge und Lisa an ihrem Tisch und weinten. Das Geheul wurde immer stärker. Es wurde schmerzhafter und klang realistischer, als ich es für möglich gehalten hätte. Die Animation begann mehr und mehr in sich einzufallen, und im Hintergrund war ein Murmeln zu hören. Die Charaktere waren kaum noch zu erkennen. Sie dehnten und verwischten sich und sahen aus wie deformierte Schatten mit zufälligen hellen Farben. Es gab Gesichter, die in das Fenster hineinschauten und immer nur kurz aufblitzten, sodass man nicht sicher sein konnte, wie sie wirklich aussahen. Dieses Geheul hielt den ganzen zweiten Akt lang an. Zu Beginn des dritten Aktes wurde eingeblendet, dass ein Jahr vergangen sei. Homer, Marge und Lisa waren spindeldürr und saßen immer noch am Tisch. Von Maggie oder den Haustieren war nichts zu sehen. Sie beschlossen, Barts Grab zu besuchen. Springfield war völlig verlassen, und als sie zum Friedhof gingen, wurden die Häuser immer heruntergekommener. Sie sahen alle verlassen aus. Als sie am Grab ankamen, lag Barts Körper einfach vor seinem Grabstein und sah genauso aus wie am Ende des ersten Aktes. Die Familie fing wieder an zu weinen. Schließlich hielten sie inne und starrten Barts Körper an. Die Kamera zoomte auf Homers Gesicht. Ich habe gehört, dass Homer an dieser Stelle einen Witz erzählt, aber in der Version, die ich gesehen habe, war er nicht zu verstehen. Als sich die Episode dem Ende neigte, zoomte die Ansicht heraus und auf den Grabsteinen im Hintergrund standen die Namen aller Gaststars der Simpsons.